Hallo allerseits und willkommen im Monat März. Heute ist Freitag, der 1. März 2024. Ich stehe hier an der Zeukautalo und ich will euch heute mal mitnehmen in eine Seitenstraße der Kautalo. Ich muss also den Mopedfahrer noch vorbeilassen. Nämlich, wir gehen heute mal in die Zeuneuen Kautalo. Ich habe so einiges Interessantes entdeckt. Ihr solltet dranbleiben, denn das Highlight wird am Ende des Videos kommen. Am Anfang der Zeuneuen hier, Pascha Pattaya, The Dark Side Pattaya, eine kleine Zeu 6 oder eine kleine Walking Machine oder was auch immer. Wir fahren aber ein Stückchen weiter, ich zeige euch etwas mehr. Ja, bin mal so 150 Meter weitergefahren, da oben sieht man das Schild, wo ich eben stand, Stoppschild. Hier gibt es dann auch kleine Reihenhäuschen, die zum Teil leer stehen. For sale, das scheint bewohnt zu sein. Da hinten ist eins auch for sale. Und auf der anderen Seite einige, die noch gar nicht fertig sind hier. Weiß nicht, ob die verkauft werden, um mal fertigzustellen oder wie auch immer. Und das, was in Thailand überall dazugehört, hier. Die Street Dogs, da drüben auch nochmal eine Reihe. Das Haus hier for sale with aircon in every room. Und was ich aber eigentlich zeigen wollte, hallo, hallo, hallo. Das ist dieser Laden hier, dieser Shop. Da kann man nämlich so allerhand Dinge aus Beton oder Stein oder weiß ich was machen. Zement, also für Häuslebauer, um zu dekorieren. Alle möglichen Figuren, die hier so sind, stehlen. Manche sieht auch schon etwas älter aus. Aber hier zum Beispiel der Ochse da hinten sieht relativ neu aus. Kann man wahrscheinlich hergehen mit seinen Ideen und sich die Teile dann anfertigen lassen hier. Der ist wohl eingebaut worden, der Kopf hier. Hier ist die Werkstatt sozusagen. Also sehr interessant. Ich gehe jetzt nicht weiter rein in den Laden. Also das auch so 150 Meter, etwa 200 Meter vom Meeting Point entfernt. Ja, dort oben war ich ja gerade. Bei den Betonladen, hier auch nochmal nette, schöne Reihenhäuschen, scheint aber bewohnt zu sein. Und hier drüben, das war wohl mal irgendwas, ein Spa war das mal, also Massage-Shop und Wohlfühlschladen. Das Teil ist for rent, wer also noch ein Business sucht für seine Thai-Lady, hier wäre noch was. Und ich fahre weiter für euch. Wir nähern uns dem Highlight. Ja, nach einer scharfen Rechtskurve kommt man dann hierher. Und zwar jetzt ein School Gate. Es ist nämlich das Tor zum Banton Rock Kindergarten. Kindergarten wohlgemerkt. Da ist nicht Kindergarten, wie es Englisch heißt. Da steht Kindergarten da. Keine Ahnung, ob das irgendwie von Deutschen betrieben wird. Daneben eine nette kleine Villa, die man vermuten könnte hinter dieser schicken Fassade. Ja, man muss seine Augen einfach offen halten, was Otto Flink zum Glück tut. Ich wollte gerade aufsteigen, weiterfahren, da sah ich vor mir hier Public Health Service Center stehen. Das ist nämlich direkt gegenüber von dem Kindergarten, das ist hier. Und wenn man genauer hinschaut, heißt das Ganze, das Health Center, das ist hier Nong Prü Municipality Hemodialysis Center. Ja, das gibt es ja also auch auf der Dark Side. Den Parkplatz und der Getränkeverkäufer hier. Hallo. Hallo. Ja, wie gesagt, man kann hier einiges entdecken auf der Dark Side. Ich stehe hier nun vor einem Möbelladen quasi. Carpenter steht da oben dran, keine Ahnung. Hier kann man selbstgemachte, selbstgebaute Möbelhersteller, hier werden sie auch produziert.
insbesondere für Business, Shop, kleine Imbissläden, kleine Restaurants, Tische. And you're the owner? You're the owner? The boss? Big boss? Okay. Can I look there? Gut. Hier auch quasi die Kassentische, was es so gibt. Schöne Stühlchen, Hocker. Und hier hinten wird das alles produziert. Kleiner Schreibtisch hier. Hier wird produziert und vorne verkauft. Ja, weiter geht's. So, noch ein kleiner Stopp hier. Der letzte Zwischenstopp vor dem eigentlichen Highlight. Hier ein kleiner Glasladen, Glaserei. Und wir sind ja ziemlich weit weg vom Wasser, von den Beaches. Aber trotzdem kann man hier auf der Dark Side auch Boote finden. Fast wie eine kleine Bootswerft, könnte man sagen. Es sind so einige, die hier sicherlich zu überholen sind, zum neu lackieren. Oder einfach nur parken, so eine Art, ja, wie gesagt, kleine Werft. So wie es ausschaut. Auch das ist die Dark Side. Und jetzt geht es los zum Highlight dieses Videos. Ja, ich bin immer noch auf der Soi 9 Kautalo. Hier sieht es eigentlich schon nach dem Nirgendwo aus. Nicht viel. Aber jetzt kommt das Highlight. Und ich sage vorweg, es gehört zu Pattaya. Es ist ein etwas anderes Pattaya. Aber wie gesagt, es gehört einfach dazu, dass es hier diese, ja, ich sage einfach mal kleine Müllkippe hier. Die ist auch bewohnt oder bewacht. Savadikap. Habe auch gefragt, ob ich filmen darf hier. Das ist wahrscheinlich alles aussortiertes Zeug, was es hier gibt. Da drüben auch nochmal eine kleine Hütte. Vielleicht Verkaufsstände, keine Ahnung. Honda-Ersatzteile. Aircons, Türen. Und ich habe letztens auch, oder sehe ich glaube ich auch jetzt, wir gehen da einfach mal hinter. Und da wohnen auch zwei Hunde da unten. Die kommen jetzt gerade vor. Hallo. Das sieht ja fast wie neue Reifen aus hier. Eine Badewanne. Aber das könnte alles schon aussortiertes Zeug sein. Denn dort hinten sitzt auch jemanden und ich habe mal gesehen, dass da irgendwelche dann rumliefen und das alles ein bisschen durchwühlt haben. Ich vermute mal aber auch, dass der ältere Herr dort oben sitzt, um zu kassieren, dass es hier ein bisschen Gebühren kostet, wenn man hier was abladen will. So bis da ganz hinten gehen wir nicht und da bis zu dem anderen Kollegen hier vorne. Auch nicht unbedingt. Ja, auch das ist Pattaya. Das ist die Dark Side. Hier ein paar Armaturen hier vom Hausbau. Und hier kommt wahrscheinlich jemand, der sich ein bisschen was raussucht hier. Savadikap. Und damit sage ich für heute Bye-bye mit diesem etwas besonderem Video, insbesondere der Schluss. Also dann, ein schönes Wochenende allerseits, wo ihr auch seid. Oh, da kommt doch gerade, als ich losfahren will, jemand und liefert hier was ab. Die Chefin kontrolliert. Und weist ein. Hallo. Ja, damit sind endgültig, denn bye bye von hier.